Guten Tag und willkommen zu SAP Wissen to Go. Mein Name ist Christina Kunert. Ich bin Solution Owner für SAP Enable Now und ich habe heute die Chance, Ihnen Enable Now in 15 Minuten kurz vorzustellen. Danke, dass Sie dabei sind. Früher nannte man Enable Now das am besten verborgenste Geheimnis von SAP. Das hat sich mittlerweile zum Glück geändert. Und ich würde Ihnen heute gerne zeigen, warum es kein Geheimnis mehr ist und warum wir es die Akzeptanz- und Produktivitätsplattform nennen. Kurz zu Enable Now selbst. Enable Now bietet eine Erstellungsplattform für Lern- und Change-Management-Inhalte. Und oben drüber sehen wir hier den SAP Companion. Sie haben vielleicht beide Namen schon mal gehört. SAP Companion ist ein Modul von SAP Enable Now und bietet eine sogenannte In-App-Akzeptanzschicht. Wir sehen Companion zwischen den Benutzern und den Lösungen selbst als Schicht zwischendrin, um zu vermitteln, um Lerninhalte bereitzustellen. Der Companion ist in vielen SAP Cloud-Anwendungen bereits integriert und dient größtenteils zur Bereitstellung von Standardinhalten, die kostenlos ausgeliefert werden, kann aber natürlich auch zur Erstellung von eigenen Inhalten, also kundeneigenen Inhalten, benutzt werden. Da gehen wir nachher noch drauf ein. Dann können in den Companion verschiedene Inhaltsquellen integriert werden und der Companion ist dann sozusagen ein Bündelungskanal, um diese Inhalte an die Endanwender rauszukriegen. Unten drunter liegt dann Enable Now, sozusagen als Schachtel unten drunter. Mit denen man auch, mit den Enable Now kann man dann auch zum Beispiel die Übersetzung ausführen, man kann die Nutzerverhalten analysieren, also das Reporting ist da unten drunter. Es ist einfach eine ganzheitliche Wissensmanagement-Lösung, mit der man auch übersetzen kann und versionieren kann und noch verschiedene andere Funktionen hinzufügen kann. Das heißt, SAP Companion nutzt das Potenzial von Enable Now und bietet so eine ganzheitliche Akzeptanz- und Produktivitätslösung, branchenübergreifend und auch, wenn Sie wollen, unternehmensspezifisch. Wenn wir uns die Lösungen jetzt so anschauen, dann möchte ich gerne aus dem Blickwinkel der einzelnen Rollen oder Personas in Ihrem Unternehmen draufschauen und überlegen, was wollen denn diese Personen, was wollen denn die Rollen, was brauchen sie auch? Ne, zum Beispiel hier als erste Rolle wäre Beth, die Geschäftsleitung. Die Leitung des Unternehmens möchte, dass die Anwendungsexperten, die es in jedem Unternehmen gibt, ihr Wissen effizient weitergeben können. Das heißt, nicht per Telefon oder per Chat jeden Tag 5-mal angeschrieben werden, sondern einfach auf eine effiziente Art und Weise das Wissen bündeln und weitergeben. Wenn neue Geschäftsprozesse oder auch Implementierungen eingeführt werden, dann soll die Software schnell nutzbar sein. Die Leute sollen schnell geschult werden und auch so geschult werden, dass sie nachhaltiges Wissen haben. Eine Art, um dieses Wissen bereitzustellen, ist, wie gesagt, der SAP Companion. Den schauen wir uns jetzt live im S/4HANA-System einmal an. Hier zum Beispiel sind wir in der Übersicht der Kreditorenbuchhaltung im S/4HANA-System. Man sieht, es kann recht unübersichtlich werden als Neuling, wenn man hier reinkommt. Aber keine Sorge, es gibt ja den SAP Companion. Wenn man hier draufdrückt auf dieses kleine Fragezeichen, sehen Sie, dass sich die Lerninhalte direkt auf dem Bildschirm legen. Das heißt, das meine ich mit dieser Akzeptanzschicht, die drüber gelegt wird über die Endanwendung. Wenn ich jetzt hier draufdrücke, kann ich die einzelnen Hilfetexte aufrufen, die hinterlegt sind. Die sind auch speziell auf die Objekte auf dem Bildschirm angepasst. Das heißt, wenn ich scrolle, dann wandern die mit und ich kann dann je nachdem nachlesen, was hier zu sehen ist. Da könnte ich dann auch Videos und Links zu anderen Bereichen einfügen. Ich kann auch zum Beispiel PDFs hier einfügen oder andere Lerninhalte, die ich vorher schon erstellt habe, hier zielgerichtet an die richtige Stelle einbringen. Das ist die eine Art, die Hilfethemen, die direkt auf dem Bildschirm liegen. Ich kann auch sogenannte geführte Touren durchführen. Das heißt, es führt mich, also der Companion nimmt mich an die Hand, führt mich im Live-System durch einen Schritt für Schritt einen Prozess durch und ich kann den Prozess tun im System, werde dabei begleitet und habe ihn dann live schon gemacht. Wem das noch zu aufregend ist, der kann sich auch so ein Tutorial anschauen. Diese Tutorials sind auch mit Enable Now aufgenommen und sind dann in verschiedenen Modulen auch verfügbar. Hier im Companion kann ich das so verlinken, dass ich das Tutorial hier direkt anzeigen kann, an der richtigen Stelle im System und kann dann als Lernende hier durchgehen, mir das durchlesen und interaktiv sozusagen üben, in einer Simulation diesen Prozess durchzuführen. Wie Sie vorhin gerade gesehen haben, gibt es das auch dann als PDF. Ich kann es mir also auch auf den Bildschirm nebendran legen zum Beispiel und mithilfe des PDFs durch den Prozess durchgehen. Das sind die verschiedenen Arten an Lerninhalten, die ich hier im SAP Companion sehe. Und damit wäre Beth, glaube ich, schon ziemlich zufrieden. Wir haben aber auch noch andere Rollen im Unternehmen, zum Beispiel Dorothy. Dorothy ist die IT-Leiterin hier. Ihr ist es wichtig, dass während einer Einführung, vielleicht ist sie auch Projektleitung, die Anzahl der Support-Tickets zum Beispiel gering gehalten wird. Also sie
möchte die Nutzer auch weiterbilden, aber sie möchte vor allem, dass das Implementierungsprojekt erfolgreich wird und schaut dann natürlich auch auf die verschiedenen Zahlen. Das heißt, hier habe ich Ihnen eine Studie mitgebracht, die IDC-Studie Game Changer, The Transformative Impact of Training. Und in der wurde gezeigt, dass die am besten geschulten Unternehmen tatsächlich die Leistungskennzahlen, also die KPIs, zwischen 8- und 17-fach verbessern gegenüber den nicht so gut geschulten Unternehmen. Das heißt, wir sehen ganz klar, dass Training einen sehr großen Einfluss auf die Unternehmensleistung haben kann. Zudem ist die Projektdauer auch kürzer. Das heißt, wir haben eine Verkürzung von bis zu 2 Monaten gegenüber nicht so gut geschulten Unternehmen. Und insgesamt die Softwarenutzung ist einfach ganzheitlicher. Also Unternehmen, die besser geschult sind, können ihre Software besser nutzen, haben dann auch ein besseres Nutzererlebnis und Punkt 4, mehr Zufriedenheit. Da haben wir tatsächlich um bis zu 72% höhere Zufriedenheit bei sehr gut geschulten Unternehmen. Was insgesamt gesehen einfach Training den richtigen Standpunkt gibt und auch nochmal unterschreibt, wie wichtig Training in jedweder Art ist für den Erfolg der Implementierungsprojekte. Damit dürfte Dorothy also zufrieden sein, auch von der IT-Sicht die Projekte gut oder bestmöglich zu unterstützen, indem sie zum Beispiel Enable Now einsetzt, um direkt schon auf Prozessprobleme hinzuweisen im System und die dann auch direkt durch Direkthilfe oder Links zu weiterführenden Informationen zu verhindern. Dann haben wir noch Adam. Adam arbeitet in der Finanzbuchhaltung. Er ist zum Beispiel jemand, der sehr viel Fachwissen hat und das Wissen auch gerne weitergibt, aber neben dem, dass es schnell und unkompliziert weitergegeben werden kann, muss es natürlich auch nachhaltig und effizient sein. Also 5 Leute, die Adam täglich anrufen, plus 13 E-Mails, sind einfach nicht effizient. Und daher bietet Enable Now die Möglichkeit, das Wissen zu bündeln, es über bestimmte Kanäle bereitzustellen, über den SAP Companion zum Beispiel, aber auch über andere Kanäle, mit denen das Wissen dann verteilt werden kann. Und Adam kann selber auch Inhalte in Enable Now anlegen. Um Adam zu unterstützen, bietet die SAP schon bestimmte Standardinhalte, die direkt integriert sind in die verschiedenen Lösungen, für die SAP Companion bereitsteht. Zum Beispiel haben wir hier für die S/4HANA, für die verschiedenen Releases, die einzelnen Lerninhalte hier bereitgestellt. Dann gibt es noch für Finance die einzelnen Bereiche. Wir haben für SuccessFactors Lerninhalte und für viele andere auch. Und davon kann Adam profitieren. Er kann sie als Grundlage nehmen. Er könnte aber auch eigene Inhalte bereitstellen, wenn ich jetzt hier wieder zum Beispiel in S/4HANA wechsle und als Adam jetzt, sagen wir mal, ein Hilfeelement bereitstellen möchte, dann kann ich hier einfach hingehen und eine neue Hilfekachel hinzufügen zum Beispiel. Ich kann einen Titel eingeben, Buchungsschlüssel beispielsweise, hier dann Erklärung von Buchungsschlüssel eintragen. Und wenn ich mich jetzt auskennen würde mit Buchungsschlüsseln, könnte ich dazu auch tatsächlich einen guten Text schreiben. Hier schreibe ich jetzt einfach drin, das erklärt den Buchungsschlüssel. Ja. Könnte hier Links einfügen, Videos einfügen, wenn ich mich aufnehmen möchte, Bilder einfügen und so weiter. Kann das Ganze dann noch verknüpfen mit einem Bereich auf dem Bildschirm. Hier zum Beispiel Buchungsschlüssel, sieht super aus. Vielleicht möchte ich dann noch ein Kästchen statt eines Kreises und das dann sofort anzeigen und beim Hovern vielleicht auch. Kann das speichern, drücke hier auf den Speichern-Knopf und dann ist es direkt verfügbar. Wenn ich noch möchte, dass das auch direkt für alle Lernenden verfügbar ist, kann ich es publizieren und dann ist es da. Ja, also jetzt, wenn ich hier rüberfahre, sehe ich direkt meinen Eintrag. So einfach ist es, im Companion Inhalte anzulegen und das freut natürlich Adam, der dann ganz einfach sein Wissen an ganz viele andere Leute weitergeben kann, nicht nur immer an eine Person. Dann haben wir noch Ian. Ian ist eigentlich die wichtigste Person hier. Ian ist der Nutzer. Das heißt, Ian braucht Informationen, um seine Arbeit auszuführen. Er muss in jedem Geschäftsprozess, in dem er ist, egal in welchem System, egal in welcher Applikation, möchte er seine Arbeit tun und durchgeführt werden, vielleicht auch durch den Prozess. Er möchte vielleicht auch ein bisschen mehr Informationen darüber, was er genau tut, wo in welchem Prozess das ist. Also nicht nur Tutorials im Live-System, sondern vielleicht auch ein bisschen weitergehende Informationen, warum er das tut, was er da tut. Und auch hier
kann in EbelNow helfen. In EbelNow ist integriert in Signavio zum Beispiel. Wir haben eine Integration, in der man, wie ich jetzt hier kurz zeige, die Business-Prozesse aus Signavio in EbelNow integrieren kann, ihnen zum Beispiel Tutorials hinzufügen kann oder andere interaktive Elemente. Dann wird das Ganze exportiert und man sieht es in Signavio hier zum Beispiel in mehreren Sprachen. Sprachen sind generell ein wichtiges Thema. In EbelNow kann ich auch direkt übersetzen. Ich kann dafür, wenn ich möchte, auch den SAP Translation Hub benutzen und mit automatischer Übersetzung arbeiten. Das kann ich sowohl im Hintergrund in EbelNow als auch im SAP Companion tun. Vielleicht möchte ich noch mehr zeigen zu den dem großen Ganzen über die Geschäftsprozesse. Dann kann ich diese Buchseiten hier benutzen, um E-Learnings zu bauen, um interaktive Elemente zu bauen. Ich kann Avatare benutzen, die runtergeladen werden können und kann zum Beispiel das Ganze auch noch mit Audio oder anderen Videoeinlagen ein bisschen interaktiver gestalten. Das heißt, Ihnen hat alle Möglichkeiten, sich zu informieren. Wir haben die Experten mit Adam, die dann ihr Wissen bereitstellen können. Wir haben die IT-Leiterin oder sagen wir die Projektleiterin für die IT, Dorothy, die glücklich ist, wenn ihr Implementierungsprozess größtmöglichst unterstützt wird und die KPIs stimmen. Dann haben wir natürlich Beth in der Geschäftsleitung, die sehr glücklich sein wird, wenn die Gesamtprozesse laufen, wenn die Implementierungsprojekte erfolgreich sind und ihre Mitarbeitenden es auch sind. Das heißt, der Nutzen von EbelNow besteht darin, dass er über den gesamten Implementierungs- oder Software-Lebenszyklus hinweg zeigen kann, wie die einzelnen Personas, die sie zwischendrin mit der Software in Berührung kommen, unterstützen können. Die kürzere Implementierungszeit trägt genauso zum Erfolg bei wie die erweiterte oder beschleunigte Softwarenutzung. Wir haben insgesamt eine höhere Unternehmensleistung, eine höhere Zufriedenheit der Mitarbeitenden, weil sie leichter über so kleine Stolpersteine hinweggeführt werden, weil sie an die Hand genommen werden. Und das vom ersten Kontakt an bis zum den erfolgreichen Implementierung und später dann auch das Change Management, was auch sehr gut mit dem Companion zum Beispiel begleitet werden kann. Ich hoffe, der Gesamtüberblick über EbelNow in dieser kurzen Zeit hat Ihnen gefallen und geholfen. Wir haben hier noch eine Folie mit einigen Links, wo Sie sich weiter informieren können, zum Beispiel auch eine interaktive Demo, die Sie da gerne durchführen können und im Infocenter und in der Community finden Sie viele Fragen und auch Meinungen von Experten und Blogs, um Sie weiter zu begleiten. Dann danke ich Ihnen, dass Sie zugehört haben und viel Spaß bei diesem und beim nächsten Wissen to go.